Shalom Aleichem, wir lernen von dem heiligen Buch Pele Yoetz von Rabbi Eliezer Papo, heute über den Begriff Ashirut, Reichtum. Reichtum ist eine große Nisayon, ist eine große Probe, Prüfung von Hashem. Diesen Experiment, diese Herausforderung, reich zu sein, ist viel schwieriger als dem Armut, weil es kann viel bringen, Sachen gegen Hashem, gegen Familie, gegen Menschen und viele nicht gute Sachen, und muss man doppelt vorsichtig sein und große Schmiere haben, um nicht hochmutig zu sein, arrogant, denken, dass er ist was Besonderes, ignorieren Trauer und Schmerzen und Elend von anderen Leuten, sondern nicht die armen Leute wegjagen in sein Tor, und soll er nicht schließen, seine Augen zu hören, die Bedürftige, sondern soll er Shamoa Ishma hören, soll er zuhören, wenn er ist reich, und öffnen soll er öffnen, und Anek Tanik soll er geben. Deshalb ist es sehr, sehr schwierig zu sein reich. Es ist ein großes Experiment, es ist eine große Versuchung. Und seine Hand soll sein, offen zu unterstützen, Torah-Gelehrte. Und immer, wenn er sieht Menschen mit weichen Knie, die fallen, die haben Schwierigkeiten, unterstützen die Gefallene, Geld borgen, machen Mitzwes, gemäß dem Segen, das Hashem hat ihm gegeben. Und es gibt eine Geschichte von der Tochter von Ben Gurion, wo ihre Papa ist leider bankrott gegangen, und hat man gefragt, wie kann das sein? Der hat doch so viel gegeben und gespendet. Hat sie gesagt, ja, so viel, die er hatte, hat er nicht gespendet. Also, wenn ein normaler Mensch soll geben von seinem Gehalt 10%, zum Beispiel einer verdient 2000 Euro, wie viel muss er geben? Zdaka? 200. Aber was passiert, wenn einer verdient Monat 20.000 Euro? Dann soll er nicht geben 2000, er kann geben schon 5000. Warum? Weil bei ihm ist es leichter, und es gibt Leute, die haben Millionen, bei denen muss man nicht geben 10%, sie können auch geben 20%. Deshalb, in dem Moment, wo ein Mensch ist reich, soll er nicht verschwenden sein Geld auf unnützliche Sachen. Er soll er gut leben, gesund reden, das ist sein Geld, aber soll er nicht verschwenden Sachen, die man nicht braucht. Und soll er kaufen Olam Haba, soll er denken, dass er ist ein eingestellter Gottes, ein Apotropus, ein Betreuer von Hashems Geld, um zu geben. Und sollst wissen, wenn du tust jemand was Gutes, du tust dich selbst. Und wenn einer gibt Zdaka, hat er 6 Segen und 18 Segen und 11 Segen, und soll er helfen und soll er einladen Gäste, und sein Haus soll sein offen, und soll er machen Beis Vad Lechachomim, soll er machen bei sich zu Hause eine Shiur, eine Lehrstunde und so weiter. Und das ist eine gute Sache. Und soll er nicht seine Arbeit sehen als ganzes Leben, sondern wenn er hat schon genug, soll er sitzen und lernen. Wenn er kann lernen, selbst Torah soll er lernen. Und wenn nicht, soll er nehmen einen Lehrer, einen Chacham, einen Gelehrten und sagen, komm, machen wir Shiur Torah, lass uns zusammen lernen, einmal in 2 Tage, einmal in der Woche. Und soll er nicht vergessen zu beten, morgen und Abend. Und lernen Sifrei Musar, so wie Pele Yoetz, von Büchern, von Sofrim. Und nur so wird kommen Licht in sein Leben. Soll er nicht denken, ah, Reichtum ist er frei vom Torah-Lernen. Nein, Rab Lezer ben Charson war reich und hat gelernt, Rab Tarfon war reich und er hat gelernt und so weiter. Und soll er machen auch eine Abmachung von Issachar und Zvulun. Also unterstützen Leute, die lernen, ein Stipendium geben. Und soll er nicht stolz sein und hochmutig sein mit seinem Geld. Sondern soll er nur sagen, Hashem hat mir gegeben mehr als die anderen, damit soll ich es teilen. Und soll er nicht überheblich sein. Soll er wissen, alle treffen sich zusammen. Reich und Armut sind gleich. Sagt der Pele Yoetz, Ashir, reich, heißt, Yashpil atzmoshet ikvatorima, soll er sich demütig sein, weil sein Ende ist Würme. Das Ganze, was Hashem hat ihm gegeben, ist zu helfen mit Körper, mit Geld, zu unterstützen, Kontakten, und soll er ehren seine Frau, soll er ihr kaufen mehr als die anderen, und soll er machen ein schönes Haus und Stub gemäß seiner Ehre,
ist alles gut, aber um Hashem zu dienen und zu bekommen Gäste. Und soll er auch geben Geld, um zu sparen Mühe und Arbeit. Wenn er kann, Leute dienen, sollen ihm dienen, von innen und von außen, soll er haben mehr Zeit, Geschäfte zu machen oder Tora zu lernen. Und soll er auch Geld geben, nicht zu viel auf den Weg gehen, nicht zu viel in Gefahr gehen. Also wenn er kann jemanden schicken, anstatt ihm, soll er nicht alle Reisen übernehmen, sondern soll er leben von seinem Geld wie ein König. Was hilft das, wenn ein Mensch hat und er hat Angst und Sorgen und er lernt nicht Torah? Deshalb, wenn Hashem hat dir gegeben Reichtum, sei froh an deinen Teil, genieße es, die Hashem hat dir gegeben. Und Matan Odom Yarchivloi, wenn du gibst, Hashem wird dir mehr geben. In Olam Hazeh, in dieser Welt, in Olam Habo, in der kommenden Welt. Und dieser Reichtum wird sein Schmire zu dir, zu deinen Guten, zu deinem Körper und zu deiner Neshome. Shkoyach.